Was geht und herzlich willkommen zum ersten Part des Footrap-Wochenendes auf meinem Kanal. Und ihr habt es schon gehört, es wird jetzt jeden Tag am Freitag, am Samstag und am Sonntag ein Part Footrap kommen, beziehungsweise ein komplettes Footrap-Turnier. Ich werde das Ganze nicht aufsplitten. Wir werden heute ein normales Team bauen. Morgen gibt es da eine kleine Challenge. Und ja, dann würde ich sagen, gibt es am Sonntag wieder ein normales Team. Ich weiß nicht, wenn es euch gefällt, lasst einfach gerne mal alle ein Like und natürlich auch ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir vielleicht wieder die 1000 Likes schaffen würden. Dann werde ich auf jeden Fall sehen und werde ich sehen, dass es euch gefällt. Und dann können wir vielleicht so ein Footrap-Wochenende das ein oder andere Mal in der Zukunft nochmal starten. Und ich würde sagen, wir nehmen heute mal für das Team die 4-2-2-2-Formation. Die hatte ich, glaube ich, noch gar nicht so oft. Ich würde sagen, wir suchen direkt mal den Captain aus. Es ist Ronaldo am Start. Messi hätten wir auch noch und Thiago Silva. Und viele hatten sich mal wieder Ronaldo gewünscht. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Viele können es nicht immer verstehen, wenn ich Ronaldo so oft nehme. Oder ich habe in letzter Zeit Ronaldo oftmals nicht genommen. Aber heute, wenn wir den Hero haben, müssen wir den Kollegen einfach wieder mitnehmen. Ja, das muss jetzt einfach sein. Ich würde sagen, wir machen weiter im Sturm. Ja, wir hatten jetzt Ronaldo wirklich lange schon nicht mehr. Dann schauen wir doch mal direkt hier. Uche, Rondon und Welbeck. Die Santo hätten wir ja auch noch. Und Drogba natürlich. Ich weiß nicht, Welbeck wäre vielleicht am besten, oder? Wir nehmen, glaube ich, mal Rondon mit. Ich glaube, der Typ könnte echt abgehen. Den habe ich dieses Jahr echt noch nicht gespielt, den Ultimate Team. Wir gucken mal direkt hier im zentral-offensiven Mittelfeld. Coutinho oder Eriksen. Mann, hätten wir hier Coutinho in Form. Das wäre natürlich richtig nice. Denn der Typ, der ist einfach mal über 500.000 Münzen wert. Jungs, das ist so krank. Ich würde sagen, entweder wir nehmen Eriksen oder Coutinho. Ich würde sagen, komm, wir nehmen Eriksen mit. Sieht noch ein bisschen geiler aus, wenn wir ihn in Form haben. Und dann kommen wir zum zentral-defensiven. Und das könnte hier direkt mal Ramirez werden. Und den packen wir auch sofort da rein. Okay, Rondon kommt gleich, wenn der Stürmer ausgewählt ist, glaube ich, nicht auf volle Chemie. Ich würde sagen, das machen wir auch direkt mal. Gucken uns direkt mal hier den anderen Stürmer an. Aubameyang, Sturridge haben wir auch noch. Alter, was sind das für Stürmer? Aguero, Ibra und Rooney. Aber ja, Sturridge hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal. Ich würde sagen, wir nehmen Aubameyang mit. Den Inform weiß ich noch gar nicht, ob wir den bei Footrift schon hatten. Es kann sein, ich weiß es mittlerweile gar nicht. Wir schauen mal direkt hier auf der zentraloffensiven Position. Götze, das läuft einfach perfekt. Coutinho hätten wir hier auch wieder, aber wir nehmen natürlich Götze mit. Es wäre natürlich jetzt besser, wenn der noch bei Dortmund spielen würde. Ich hoffe, hier gibt es auch einen aus der Bundesliga. Sané haben wir hier. Alter, das läuft doch richtig gut. Und Sané passt hier auch richtig gut rein, okay. Aubameyang und Rondon haben jetzt da oben nicht die volle Chemie. Aber das geht auf jeden Fall klar, Mann. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal BPL und Bundesliga mit am Start. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal den Rechtsverteidiger. Piszczek haben wir hier. Oder wir nehmen hier einfach eine komplett neue Liga mit rein. Mit der Liga BBVA. Aber ich denke mal, das ist sinnvoller, wenn wir Piszczek mitnehmen. Denn dann kommt Götze da auf bessere Chemie. Und dann hier vielleicht mal irgendwie Boateng oder so. Benatia haben wir hier. Okay, den müssen wir jetzt eigentlich mitnehmen. Denn dann kommt Sané eigentlich auch nicht auf volle Chemie, Alter. Das bringt uns jetzt auch nicht so viel. Aber das ist das Einzige, was uns jetzt halbwegs hier was bringt. Weil sonst würde Piszczek da natürlich auch ganz ohne eine Verbindung dastehen. Aber es geht auf jeden Fall klar. Ich würde sagen, wir gucken mal direkt hier im Tor. Wenn wir jetzt hier noch Neuer ziehen würden. Wir haben 4 Informs. Bravo haben wir hier oder Fährmann. Aber da müssen wir natürlich eigentlich Fährmann mitnehmen. Aber wir haben jetzt noch keinen richtig grünen Link hier. Das läuft jetzt nicht ganz so optimal. Guckt euch das mal an. Wir haben bislang nur orangene Links. Aber vielleicht jetzt hier. Am besten irgendein Verteidiger von Chelsea oder Martinez. Oder wir nehmen Kucelny mit. Oh Mann, wir könnten natürlich jetzt auch hier vielleicht hoffen, dass wir die Bundesliga-Verteidigung klar machen. Aber ich weiß nicht. Komm, wir machen es einfach mal. Wir nehmen Martinez mit und dann hoffen wir mal hier auf den Linksverteidiger. Vielleicht Alaba oder sowas. Adriano, Gaia haben wir hier noch. Und keiner aus der BPL. Also ihr habt es gesehen, das war jetzt nicht ganz so schlau. Aber okay, ich denke mal, wir kriegen da gleich noch vielleicht irgendwie einen Linksverteidiger. Wir nehmen Gaia mit, der ist der Beste. Und der passt sogar noch hier zu Jackson Martinez. Zu Jackson Martinez, wahrscheinlich. Javi Martinez heißt der Kollege. Hat leider nicht ganz so viel Tempo, aber ist, wie ich finde, eigentlich ein ganz guter Verteidiger. Und dann machen wir direkt mal hier weiter mit der Bank. Wie viel Chemie haben wir? 92. Es sieht jetzt nicht optimal aus, aber das geht auf jeden Fall noch besser. Wir gucken mal direkt hier weiter. Pontillimo haben wir hier. Howard, Schmeichel, Akinfeev und den Kollegen hier. Aber ja, das bringt uns jetzt alles nicht wirklich weiter. Wir nehmen mal Howard mit, falls wir da noch irgendwie ja gleich was mit der BPL oder so zaubern. Ronaldo, den Hero haben wir natürlich noch auf der Bank, aber die richtig guten Spieler, die bleiben irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, bislang aus. Auch hier schon wieder. Klischee haben wir hier noch. Ich weiß nicht, ob der mehr Chemie gibt.
als Gaia hier hinten. Es bleibt gleich, also lassen wir erstmal Gaia drin. Den Typ feiere ich eigentlich auch richtig. Gaia ist einfach ein richtig kranker Verteidiger. Was sind das für Spieler hier? Wir ziehen Knochen und Breno. Breno hat eigentlich eine ganz geile Karte, man 70 Tempo. Aber, ja komm, wir nehmen mal Knochen mit. Das bringt uns natürlich auch, ja, nicht wirklich weiter. Aber okay, wir machen erstmal so weiter. Wir schauen mal direkt hier, der nächste Spieler wird vielleicht ein Hero oder ein Inform oder einfach William. Ich denke mal, Payet wäre hier ganz nice. Ich weiß nicht, ob der uns jetzt auch viel mehr helfen wird. Eigentlich nicht. Oder wir nehmen den nächsten Hero mit Wijnaldum. Ich weiß nicht, Alter. Das bringt uns natürlich auch nichts. Okay, komm. Wir nehmen einfach Payet mit. Was soll's. Ich weiß nicht, ob der uns hier weiterhelfen wird. Natürlich nicht. Eriksen ist natürlich auch nicht schlecht. Und Ramirez können wir da eigentlich auch nicht wegtun. Na egal. Wir machen erstmal weiter. Wir nehmen die nächsten Spieler erstmal wieder mit. Aber was sind das hier für Kackspieler? Kapke ist hier der Beste, oder... Kapke, keine Ahnung. Ich denke mal, so wird er ausgesprochen oder so. Wir schauen mal weiter. Fischer, das ist einer der neuen Informs, glaube ich, hier. Aber er ist dieses Jahr leider auch nicht mehr ganz so geil. Obwohl, für sein Alter hat er natürlich einen richtig kranken Inform. Letztes Jahr hatte der sogar noch Foster Skills, glaube ich. Bonaventura haben wir ja auch noch. Oder Raphael. Den könnten wir natürlich auch bauen. Der hat natürlich auch Foster Skills. Und der passt vielleicht ganz gut ins Team. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir nehmen Raphael mit. Ist natürlich hier der Brasilianer auch am Start. Aber... so viel bringt uns das jetzt auch nicht. Naja, wir gucken erstmal weiter. Wir haben natürlich noch 5 Spieler offen, aber es sieht bislang nicht wirklich gut aus. Kruse haben wir hier. Der könnte uns auch ein bisschen helfen. Okay, wir nehmen Kruse auf jeden Fall mit. Dann packen wir den erstmal in den Sturm. Das sollte, ihr seht es, auf jeden Fall eine bessere Chemie bringen. Aubameyang werden wir natürlich gleich einwechseln. Und Raphael haben wir natürlich jetzt auch noch. Okay, wir machen erstmal weiter und dann schauen wir mal. 4 Spieler haben wir noch offen. Wir haben ein paar ganz geile Informs, aber... ja, die richtig kranken Spieler. Wie gesagt, die bleiben bislang noch aus. Harry Kane bringt uns hier an der Stelle sogar ein bisschen weiter. Ich würde sagen, den nehmen wir auch einfach mit. Oder Jagielka für die Verteidigung. Aber unsere Verteidigung ist gar nicht so schlecht, Mann. Ich würde sagen, die lassen wir einfach mal so mit den Bayern-Spielern. Wir nehmen mal Kane mit. Der gibt auf jeden Fall viel, viel bessere Chemie. Dann hat Kane nämlich auch vorne im Sturm 10 Chemie. Rondon können wir gleich vielleicht einwechseln. Oder wir lassen Kane drin. Wir kriegen... Alter, was ist das für eine Auswahl? Neymar, Sanchez, Guarin und Marcelo. Oh Mann, Alter. Marcelo können wir natürlich auch mitnehmen. Aber der passt natürlich gar nicht ins Team. Das bringt uns echt nichts, muss man sagen. Ist leider schade, aber ich würde sagen, wir nehmen Neymar mit. Komm, wir haben eigentlich bislang, das Team sieht eigentlich ganz stabil aus, muss ich sagen. Wir haben natürlich noch 2 Spieler, die holen wir uns auch noch direkt. Und hier gibt es Mkhitaryan, Debuchy, Soriano in Form und Depay, aber... ja, das bringt uns alles nicht wirklich weiter. Mkhitaryan, ja, wir haben leider keine Außenspieler. Man, wir kriegen hier die ganze Zeit so viele rechte Mittelfeldspieler und Flügelspieler. Aber wir haben halt leider keine Mittelfeldspieler auf der Außenbahn. Deswegen ist das eigentlich einfach unsinnig, Mann. Egal, wir nehmen einfach, komm, wir nehmen Mkhitaryan mit. Und dann kommen wir zum letzten Spieler und das wird Hernani. Ich denke mal, das ist hier der Beste. Oh Mann, Alter, was sind das hier wieder für Spieler gewesen? Naja, ich weiß nicht, ob das Team jetzt so okay ist. Wir haben 100 Chemie. Ich denke mal, es geht in Ordnung. Wir haben, wie viele Ligen haben wir drin? 2. Ja, okay, es ist ein kleines Hybrid aus 2 Ligen. Wir nehmen am besten den hier mit. Ah, der gibt den Kollegen hier oben die Chemie. Aber sonst, wir schauen mal direkt hier, wer alles ganz gute Chemie hat. Eigentlich müsste jeder eine ganz gute Chemie haben, da außer Ramirez und Sané. Aber, ja, ihr seht es schon. Und Gaia natürlich. Aber das geht auf jeden Fall klar. Kruse... wird, denke ich mal, gleich ausgewechselt. Da kommt auf jeden Fall Aubameyang hin. Weil Kruse haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt in Inform. Das heißt, das ist natürlich blöd, wenn wir den jetzt wieder oftmals spielen würden. Raphael könnten wir vielleicht auch wechseln. Ronaldo kommt natürlich auch rein. Und Neymar dann dementsprechend aus. Also die 5 Spieler hier stehen auf jeden Fall richtig gut zum Einwechseln bereit. Rondon haben wir natürlich hier auch noch. Den packen wir auch, würde ich sagen, auf die Bank. Und ich würde sagen, starten wir mit dem Team hier ins erste Spiel. Und ich hoffe mal, dass wir hier ja ein paar richtig gute Spiele machen werden. Los geht's. Okay, da ist auch direkt der erste Gegner für heute. So sieht sein Team aus. 88 Chemie. Er hat Marco Reus in Form. Mann, ich habe, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich glaube, gestern schon mal eine Episode aufgenommen. Und da hatte ich auch Reus in Form. Mann, das Team war so krank. Aber da ging auch wieder irgendwas mit der Audiodatei falsch. Da hatte ich irgendeine falsche Einstellung bei Audacity. Deswegen, das habt ihr ja letztens schon gesehen bei dem Pack-Opening. Aber jetzt müsste alles wieder perfekt sein. Aber ich hoffe mal, dass unser Team hier auch ganz gute Leistungen bringen wird. Dann schauen wir doch direkt mal hier. Jawohl, komm, Aubameyang. Jetzt musst du vorbeipacen. Alter, wie schnell ist dieser Typ eigentlich? Was macht mein Gegner da? Er grätscht. Und jetzt müssen wir ihn machen. Aubameyang, das gibt es doch nicht. Wie hat sein Torwart den denn wieder gehalten? Der Schuss war natürlich jetzt nicht der allerbeste, aber den muss man eigentlich reinmachen. Come on. Und jetzt
Können wir daran vorbeiziehen. Neymar, komm, mach es alleine. Neymar, 1:0, das war richtig schön gemacht. Ich weiß auch nicht. Am Anfang hat der Gegner richtig gut gespielt in der Verteidigung. Und irgendwie seit 5 Minuten macht der mega Kacke da hinten. Als wenn sein kleiner Bruder spielen würde oder so, ich weiß nicht. Aber eben hat er viel, viel besser verteidigt. Jetzt grätscht er einfach nur irgendwie wahllos hier. Wir holen, das war stark gemacht. Und jetzt können wir vielleicht kontern. Aubameyang, wie hast du den gespielt? Aber was ist das wieder für ein Pass hier von Ronaldo? Aber wir kommen durch und jetzt müssen wir ihn machen. Jetzt müssen wir ihn machen, Aubameyang. Ihr schießt ihn an den Pfosten. Und come on. Und jetzt müssen wir ihn aber reinmachen. 2:0, Aubameyang. Beziehungsweise Aubameyang. Ich will immer Aubameyang sagen, aber er ist Aubameyang. Das war richtig stark gemacht. Der Typ hat doch so einen kranken Schuss, Mann. Nein, komm, lass ihn nicht nach innen ziehen. Und ich lass ihn nach innen ziehen. 2:1, Mann. Ich weiß es nicht. Echt, jetzt spielt er wieder besser. Ich schwör's euch. Als wenn echt eben irgendjemand anderes gespielt hat. Das ist echt richtig komisch. Jawohl, komm, Ronaldo. Komm, komm, komm. Setz dich durch. Es gibt den Freistoß. Komm, Eriksen ist doch auch eigentlich ein Freistoß. Gott, Eriksen! Oh Mann, was war das für ein Ding? 3:1. So Freistöße, ey, die sind einfach nur krass, Mann. So Dinger wünsche ich mir. Ich finde teilweise Eriksen bei den Freistößen echt geiler als Ronaldo oder Messi oder was weiß ich. Der Typ schießt die Dinger einfach so krass, Mann. Er hat echt nichts mehr dazwischen gepasst. Er war sogar noch auf der Linie, aber Messi war einfach zu klein. Nein, nein, nicht die Flanke zulassen, beziehungsweise nicht nach innen ziehen lassen. Mann, er macht sogar noch das 3:2. Ich verteidige da echt immer so scheiße, wie leicht er wieder nach innen ziehen konnte. Das ist so schlecht von mir. Oh Mann, das Spiel ist vorbei. 3:2 gewonnen. Der Gegner war echt nicht schlecht, Mann. Er hat teilweise echt irgendwie komisch gespielt. Er war auf einmal übel kacke und danach ging er wieder richtig ab. Egal, wir haben 3:2 gewonnen. Aubameyang Spieler des Tages. Dann würde ich sagen, starten wir ins zweite Spiel. Los geht's. Und da ist auch schon der zweite Gegner für heute. Und das ist sein Team. Er hat auch, wie wir eigentlich, ein Bundesliga- und Barclays Premier League Mix. Aber er hatte dann noch ein bisschen mehr Glück mit Gündogan, der natürlich Aubameyang da perfekt verlinkt, Mann. Aber ihr seht es, sein Team sieht echt nicht schlecht aus. Der Sterling und diesen Mahrez oder so, wie der heißt. Mahrez, keine Ahnung. Der Typ ist einfach ein richtig kranker Inform. Und seine Verteidigung sieht auch stark aus. Vor allem hat der Courtois im Tor. Bei dem Typen kriegt man so oder so fast nie die Dinger rein. Jawohl, komm, lauf, Ronaldo. Nimm ihn gut mit. Mann, das war richtig scheiße gemacht, aber er holt sich ihn Gott sei Dank wieder. Ref, gibt es in Elfer? Es gibt, glaube ich, nur einen Freistoß. Egal, komm, wir haben im ersten Spiel auch schon getroffen mit Eriksen. Und jetzt machen wir das Ganze nicht nochmal. Der Freistoß war einfach viel zu schwach geschossen, aber er hat natürlich die Mauer verstellt. Komm, 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 jetzt können wir kontern. Jetzt können wir kontern. Lauf durch, Aubameyang. Scheiße, das war kacke von mir gemacht. Aber wir kriegen das Ding, komm, und jetzt müssen wir ihn reinmachen. Jetzt müssen wir ihn reinmachen, 1:0. Aubameyang, Mann, mit dem Außenriss. Ich konnte natürlich jetzt wieder rüber sweaten, aber ich mache sowas einfach nicht. Das ist für mich einfach scheiße. Auch wenn ich das Ding dann vielleicht wieder hinterher verliere oder so, weil die Gegner dann rüber sweaten oder so. Aber ihr seht ja, es klappt ja auch so, Mann. Wenn Aubameyang, oder beziehungsweise Aubameyang, Mann, ich muss mir das echt angewöhnen. Und komm, vielleicht können wir sogar noch ein Tor machen vor der Halbzeit. Das wäre natürlich richtig genial. Dann hätten wir natürlich einen guten Vorsprung. Hinten Ronaldo. Oh, er macht fast ein Eigentor. Und weil Ronaldo auf dem Boden lag, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Weil Ronaldo wieder am Boden lag, haben wir das Ding nicht reingemacht. Wäre Ronaldo stehen geblieben, dann hätte er das Ding reingemacht, weil der Ball war perfekt auf Ronaldo da. Ref, es war doch Abseits, oder nicht? Es war kein Abseits. Alter, das war stark gespielt, Mann. Aber trotzdem, ich habe echt gedacht, es wäre Abseits. 1:1. Boah, was ist das für eine Flanke? Aber Courtois, den kann man echt nicht bezwingen, ey. Wie der Ding jetzt wieder gehalten hat. Aber diese crazy Flanke, ne, das war echt krank. Komm, 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 komm. Der kommt perfekt. Und was ist das für ein Tor, Mann? Was ist das für ein Tor von Benatia als Innenverteidiger? Und ich wollte den genauso haben. Der ist nämlich mit dem Spieler weggelaufen. Dann wusste ich, da können den Fallrückzieher raushauen. Und was ist das für ein Tor, Alter? Dass der auch noch reingeht. Jetzt müssen wir einfach das Ding hier nur noch verteidigen. Er wird hier sofort nach vorne sprinten. Ref, pfeifen bitte einfach ab. Ja, Mann, sauber. Okay, wir gewinnen das Ding in der allerletzten Sekunde, Mann. 2:1 mit so einem krassen Fallrückzieher. Das war echt eines der geilsten Tore, die ich bislang in Footwrap gemacht habe. Ich würde sagen, mit diesem Tor starten wir sofort ins Halbfinale. Los geht's. Okay, da ist ja schon unser Halbfinalgegner. Und der Kollege hat Marcello im zentralen Mittelfeld. Was geht denn bei ihm? Aber sonst ist sein Team richtig gut. Außer Otamendi, der passt da gar nicht rein. Hätte besser mal Marcello dahingestellt. Das wäre echt, glaube ich, ein bisschen klüger gewesen. Naja, egal. Auf jeden Fall, er spielt zu zweit. Oder die beiden spielen zu zweit. Und das ist ja mal so eine Sache. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, Mann. Sein Team
Sieht auf jeden Fall nicht ganz so schlecht aus. Komm, pass auf jetzt, es ist Marcelo. Nein, das hat er stark gemacht. Boah, nein, 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 hau ihn bitte. Oh Mann, ich wollte gerade noch grätschen, das gibt es doch nicht. Und Marcelo macht das Tor, Mann, 1-0. Das ist wieder sein erster Schuss, Mann, weil ich den Ball wieder nicht einfach rausbekommen habe. Und Marcelo macht hier, der zentrale Mittelfeldspieler macht hier das Tor bei ihm. Alter, der Typ hat keine Ahnung, wie viel Chemie. Der spielt einfach im zentralen Mittelfeld. Was geht eigentlich bei ihm? Ist dieser Typ denn? Oh nein, nein, das war richtig stark gemacht, Alter. Und der Ball geht auch noch wieder rein, Mann. 2-0. Neymar, aber das war richtig gut gespielt von ihm. Die beiden spielen zusammen echt richtig gut, Mann. Das wird hier, glaube ich, die Niederlage für uns im Halbfinale. Komm, 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 komm. Wenn wir den reinmachen. Boah, dann könnte es hier nochmal knapp werden. 2-1, er hat das richtig gut. Die beiden, ey, die spielen echt richtig krank zusammen. Auch der Torwart jetzt, er hat wieder, eigentlich holt jeder den Torwart da übel hektisch raus. Aber die beiden haben einfach richtig abgewartet und ihn stehen lassen. Aber das ist halt Ronaldo Hero, der macht so Dinge auch rein. Nein, Mann, die beiden, Alter, die spielen so krass zusammen. 3-1, Mann, da kann ich echt nichts machen, Alter. Wenn die beiden mal einfach den Turbo anwerfen und nach vorne gehen, dann machen die Dinger... Die Dinger echt immer vorne rein. Das war echt wieder ein guter Angriff. Aber da, ey, wie ich da wieder verteidigt habe, ne? Es war kein Freistoß, dass er jetzt gepfiffen hat. Komm, 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 die Flanke kommt gut. Und das ist das 3-2. Komm, 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 hol den Ball, Kollege. Oder auch nicht. Mach deinen Flickflack, was weiß ich. Egal, 75 Minute. Aber das wird echt verdammt schwer gegen die beiden, Mann. Oh, Mann, das Spiel ist vorbei. Ich hatte echt keine Möglichkeit mehr in den letzten Minuten. Aber das Spiel, ich muss sagen, es geht ganz klar in Ordnung, dass wir hier verloren haben, Mann. Die beiden haben echt richtig gut zusammen gespielt. Ihr seht es ja auch. Wir haben 4 Schüsse aufs Tor gebracht. Davon haben wir sogar 2 reingemacht. Also die Chanceauswertung war wirklich ganz gut. Aber sonst, ihr habt es ja gesehen, ey. Die hatten viel mehr Schüsse. Die waren auf jeden Fall, muss man ganz klar sagen, besser. Egal, wir holen uns noch die Belohnungspacks ab. Und, was ist das? Ein 15k-Pack, ein normales 7,5k-Pack. Wir machen erstmal das 7,5k-Pack. Komm, belohnen uns vielleicht wenigstens EA mit einem guten Spieler. Es wird Fellaini. Okay, der wird wahrscheinlich eh nichts wert sein. Erkin und Fellaini, Alter. 2 seltene Spieler. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. In einem 7500er-Pack, aber natürlich beide nicht so viel wert. Wir nehmen sie trotzdem mal beide mit. Und dann kommen wir noch zum 15k-Pack. Wenn hier vielleicht nochmal was Geiles drin wäre, hätte sich das Ganze nochmal irgendwie gelohnt. Aber in den Footref-Pack ziehe ich irgendwie eh nie was Gutes. Wäre das hier Iniesta geworden, dann wäre das Pack relativ gut gewesen. Wir ziehen hier noch Coit, Mann. Der war doch letzte Woche noch im Team of the Week. Das ist echt bitter. Aber sonst war das Pack auch wieder nicht so geil. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst natürlich gerne wieder ein Like und ein Abo da. Und wie gesagt, morgen und übermorgen geht es dann nochmal weiter mit Footref. Also, falls ihr Footref feiert, lasst, wie gesagt, ein Abo da. Und wenn ich hier das Ganze abstoßen will, fliege ich die ganze Zeit raus. Naja, kann man nichts machen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut und ciao.